Hallo und herzlich willkommen zur 293. Folge. Oder 94. Da muss ich mal ganz gut nachgucken. Das ist die 94. 294. Also wir nähern uns schon stark, sehr stark, der 300. Und ich muss sagen, das Zeichen hier, das wächst so schnell, das hätte ich nicht gedacht. Aber die Einrichtung kommt da auch noch, ne? Und die Einrichtung, das wird nochmal knifflig werden. Das wird nochmal knifflig werden. Große Häuser erfordern auch eine große Kreativität an Platz. Und da ist das American Truck Simulator Intro. Beziehungsweise vom Trailer. Dann auch noch mal etwas größeres Fenster draus machen, oder man macht es wieder etwas kleiner. Ja, das könnte ich eigentlich ja auch so machen. So, das hat was. Das hat was. Da kann man hier einen kleinen Raum machen, und das ist dann etwas größerer Raum. Finde ich gut, die Idee. Finde ich gut. Wo ist unsere Erdtreppe? Hier. Machen wir die ja mal weiter, die Erdtreppe. Dahin. So. Wie machen wir denn das jetzt hier? Ich glaube, ich setze eine Stufe hin, oder? Oder machen wir dann so einen Prompel hier? Für die. Ich mache das mal so, wie ich mir das gedacht habe, wie das Dach wird. So. Wird das hier oben aufsetzen. Werde ich wahrscheinlich so ein Ding machen. Genau. Das ist dann auf der anderen Seite genauso. Hier oben so ein Ding setzen. Korrekt. Auf der anderen Seite kann ich das ja nicht machen. Aber hier kann ich das ja so ein bisschen abstützen. Da bin ich mal gespannt, wie ich das lösen werde. Wahrscheinlich mit so Koppelstein. Oder ich mache das sogar so hier. So ähnlich wie hier drüben. Oder so. Ich weiß es noch nicht. Oder gar nur aus Stein, das kann auch sein, ne? Gar nur aus Stein kann man auch machen. Oder so ein Dach, ne? Nee, das Dach dort unten, das passt nicht so zu hier. Weil zu den Balken, oder? Wir haben jetzt Zeit zum Überlegen. Ich kann hier oben erstmal Gebälk reinziehen. So, dass wir hier einen Grund schon mal haben. Na. Kein Quergebälk. Hier oben haben wir jetzt nichts mehr, wo wir so wirklich ansetzen können. Dann deswegen sage ich jetzt mal einfach mal so. Autsch. Autschi Bumbalchi. Ja, noch ein wenig anders, denn so, das ist symmetrischer.
Und dann sieht man schon, wo es hinführt. Man sieht es förmlich. Zack. Schaut auch nicht schlecht aus. So, jetzt ist man hier oben. Und jetzt hat man natürlich noch einen besseren Ausblick auf hier unten. Und da wird das Dach doch allmählich hoch. Wenn ich jetzt hier runter gucke, ja, das ist schon hoch. Gerade da runter, ne? Auf die kleinen Häuschen. Kleine Häuschen brauchen wir auch noch. Das soll ein kleiner Park werden. Weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Aber hier kommt auf jeden Fall noch ein Haus hin. Oder? Nee. Kleine Häuser hin. Da kommen noch die Kürbis- und Melonenfarmen. Da kommen wieder größere Häuser hin, wegen dem Schriftzug hier, dass man das auch noch ein bisschen lesen kann. Ne? Man soll es ja auch von Weitem lesen können. Deswegen lassen wir das mal so. Haben jetzt nichts Großartiges hier dabei. Soll ich das Dach daraus machen? Was glaubt ihr? Ich bin arm an Bruchstein. Das kann ich euch gleich sagen. Ich habe nicht mehr so viel Bruchstein zur Verfügung. Da müsste ich erstmal wieder in die Mine ein bisschen klopfen. Das können wir ja auch erstmal tun. Müssen wir uns ein paar Stöcke mitnehmen. Da tue ich das hier erstmal hier rein. Den Stein auch hier rein. Verschwendeter Inventarplatz. Die 58 Erde kann ich ja gerne ja drin lassen. Aber ich glaube, ich wechsle die mal aus zwischen der Erde. So. Wir haben 9 Fackeln. Die Fackeln tue ich jetzt mal hier rein, weil das ist zum Steinabbau auch besser. Erstens sparen wir einen Inventarplatz und zweitens, ihr wisst schon. Und hier unten steht mein Bett. Zack. So, dann brauchen wir jetzt noch eine Uhr. Und dann gehen wir mal runter in die Mine, in die Schäferkamper Mine. Wenn wir in der Schäferkamper Mine sind, ist noch ein bisschen Kies, Wassereimer. Wo ist das, was ich suche? Eine Uhr. Ich suche eine Uhr. Haben wir eine Uhr drin? Ja, drüben sind nur andere krustige Sachen. Drüben bei der Kapelle könnte eine Uhr sein. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass da eine ist. In den Truhen nicht hier. Hier ist keine drin. Die sind leer. Aber hier sind noch volle Truhen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, guckt's an. Guckt euch das an. Hier ist auch noch ein Schwert. Und anderes Gedingse. Hier haben wir auch noch ganz viel Stein. Guckt euch das an. Hier ist auch noch Eichenholz, Leder, Kohleblöcke. Kohle braucht man eh. Guckt euch das an. Und hier sind noch Türen und auch Stein, ne? Hier ist auch noch Stein. Wir bräuchten eigentlich gar nicht gehen. Aber wir machen es trotzdem. Und wir brauchen den Stein eh. Für spätere Zwecke. Dann lassen wir das hier, wenn wir hier mal wieder was bauen. Zack. Ja. Die kurze Müdigkeit. So, abrupt kommen die ja. Es ist zwar noch Vormittag bei mir hier, nur
Ihr wisst doch nicht, wie lange ich die Nacht aufbaue. Da kommt noch eine Dings hin, eine Dings. Übrigens, wir waren mal zu Höchstzeiten 230 Abonnenten. Ich bedanke mich bei allen, die in letzter Zeit hinzugekommen sind. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich versuche ja Tag für Tag eine Folge hochzuladen. Ich mache mir da auch nicht zu viel Stress. Guck mal, hier können wir gleich noch mal schlafen. Ich mache mir da nicht zu viel Stress draus. Und ich habe auch Spaß am Aufnehmen und das muss man ja auch haben. Ich habe letztens ein Video gesehen darf man das sagen? Ich sag's einfach mal, vom Taddle. Der hat ja unter massivem Stress eben gelitten, weil er unbedingt jeden Tag den Zwang hatte, ein Video hochzuladen. Das habe ich nicht so. Obwohl es bei mir langsam auch anfängt, aber ich habe mir dazu zugesagt, ja, ist doch besser, wenn du jetzt mal aufnimmst, so 10, 12 Folgen, hintereinander weg, die dann am selben Tag, ne, auch nochmal so, zack, tust du mal ja hochladen und bearbeiten, vorher natürlich auch. Guck mal, wie viel Steine allein noch drin ist. Wollen wir wirklich dort runter? So viel Stein und wie viel Erz hier noch sind und Kohle und Kies und was es hier noch alles gibt. Hier hinten, was ist da? Hier sind Betten. Ach, hier sind die Betten. Siehst du mal, ich habe mir letztens hier ein Bett aufgeschlagen. Habe ich gewundert, wo ich dort Betten gesehen habe. Wollen wir das hier machen? Ja, komm, wir machen es hier. Tür zu. So, zack. Genau. Wo stehen verblieben? Ah ja, bei Tadl. Und da hat er sich einen wahnsinnigen Stress gemacht bei den Videos, dass er unbedingt jeden Tag ein Video hochladen wollte. Das fängt bei mir auch schon langsam an, aber ich mache mir da nichts draus. Denn da tue ich lieber mal so ein bisschen, ich glaube, das habe ich gerade schon erzählt, tue ich mal lieber noch ein bisschen voraufnehmen, so ein paar 10 Folgen. Und da habe ich den Stress nicht. Da habe ich mal einen Tag. In der Hälfte Monat, also in einem Monat mal 2 bis 3 Tage, wo ich da mal einen festen Aufnahmetermin habe, wo ich mir dann auch nichts weiteres vornehme, muss natürlich auch passen, ne? Hängt jetzt nicht unbedingt mit Stress zusammen, meines Erachtens nach. Hängt bei mir nicht unbedingt mit Stress zusammen. Es gibt Leute, die kenne ich zuhauf, die machen sich der Stress draus. Die wollen unbedingt für ihre Community da sein. Das verstehe ich natürlich auch. Wer will das nicht? Dennoch gibt es Fälle, Ausnahmen, wo man sagen kann: Hör auf. Es bringt nichts, dich abzuquälen. Und da das Beste, die beste Qualität und Quantität zu erbringen, nur dass du deine Zuschauer belustigst und die wundern sich dann auf einmal, bup, da kommen keine Videos mehr. Warum? Wir möchten informiert werden. Du machst das doch sonst auch immer. Täglich bringst du Videos und jetzt bringst du kein Infovideo. Warum? Und das verstehen die meisten dann nicht. Ich rede jetzt eher von den größeren, aber bei den kleineren wird das wahrscheinlich auch so sein. Bei den kleineren YouTubern. Dort eben, wo viele Kommentare auch geschrieben werden und wo viele jeden Tag mitverfolgen, ist ja bei den kleineren dann wo eher nicht so sehr der Fall. Also es gibt da schon noch Ausnahmen, wo man sagen kann, da ist jeder Abonnent dabei, aber das ist sehr selten. Der Fall. Ne? Bei den größeren ist das ja auch nicht der Fall. Aber ich weiche schon wieder vom Thema ab.
diesen Stress, den man sich dann macht, das kommt dann irgendwann auf einen zurück. Mit geballter Ladung. Im Fachjargon wird das auch Burnout genannt. Oder man kommt so aus dem Plan, dass man die Videos dann, dass man dann den Leuten anmerkt, dass die Stress haben. Ich habe es bei einem selber gesehen, ich möchte ihn jetzt nicht namentlich nennen, aus Gründen. Dieser jemand guckt meine Videos zwar eh nicht, glaube ich zumindest nicht, dass er sie guckt. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass dieser jemand Videos gemacht hat. Es ist eine Person gewesen. Ich tue nochmal betonen, es ist nur eine Person. Diese eine Person hat innerhalb von einem Monat 2000 Abonnenten dazu gewonnen. Hat er sich gefreut. Es sind ja natürlich auch von allen Gruppen, ne, allen. Es gab da dann Hater-Gemeinschaften und es gab die das eben lustige Kommentar geschrieben haben. Es gab manche, die eben Sub-for-Sub-Kommentar geschrieben haben. Und es gab die guten Kommentare. Die guten Kommentare waren natürlich am meisten vorhanden. Und das hat ihn natürlich gefreut. Er hat am Anfang gesagt, dass er auf jeden Kommentar eingeht. Macht der Zyron auch, ne? Und das versucht er auch so größtmöglich zu machen. Es ist eben nur mit der Anzahl der Kommentare mit der Zeit etwas schwierig geworden. Denn auf einmal hat er zwar nur so rund 2000 Abonnenten, zum anderen bekommt er aber pro Video mehr als 2000 Aufrufe. Ist natürlich super. Das Problem war nur, dass er pro Abonnent dann also pro Abonnent auf circa 20 Aufrufe gekommen ist, könnt ihr euch ja selber ausrechnen. Denn er hat am Tag 2 bis 3 Videos rausgebracht. Diese am Tag 2 bis 3 Videos wurden ihm aber immer mehr zum Verhängnis. So, mal gucken, wo die Fackeln da stehen. Nach. Zack. Einmal noch nach unten. Und hier. Einmal hoch. Zack. Sodass er gesagt hat, wenn es so weitergeht, ne, nimmt es mir nicht übel, dann höre ich auf. Die Musik passt auch gerade. Es ist ein etwas trauriges Thema. Aber was will man sagen? Er hat weitergemacht. Er hat wirklich weitergemacht. Er hat den Druck auf sich gelassen und wieder einen Monat später, noch einen Monat später und es wurde noch einen Monat später. Er hatte jetzt schon über 10.000 Abonnenten und hat pro Tag jetzt auch nur noch ein Video rausgebracht. Ja. Logischerweise weniger Stress für ihn. Ne? Er hat Stress abgebaut dadurch. Er hat seine Familie nur so noch so zum Teil mit ihm was unternehmen können, weil er nicht wirklich die Zeit dafür gefunden hat. Er hat sich mit dem Thema YouTube zu sehr beschäftigt. Viel zu viel. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Und diese Art von YouTuber, die gibt es zuhauf. Meist erkennt man die daran, dass sie entweder zu jung sind, noch in der Schulzeit sind. Das heißt jetzt nicht, dass es alle betrifft. Aber es gibt zuhauf welche, die, ich sag jetzt mal, unter 18. Es gibt sehr erfolgreiche, die unter 18 sind, die das auch abkönnen, die sich noch regelmäßig mit Freunden treffen, weil sie eben einen qualitativ hochwertigen Channel haben. Sei es Gaming, sei es Musik, sei es Beauty, sei es künstlerische Art. Es kann
wir Montage hier, die Montags oder Best-ofs oder keine Ahnung wie, die jetzt zum Beispiel ein Video nur alle Wochen rausbringen, also alle Wochen nur ein Video. Die haben natürlich auch den Stress in der Produktion. Die suchen sich dann die Clips zusammen oder nehmen die Clips auf selber und machen dann das Beste draus, dass die Zuschauer das Beste auch erwarten. Ist auch eine gute Möglichkeit, ne? Ist eine super Möglichkeit, das umzusetzen. Ich sehe auf der Uhr, es wird langsam Nacht. So. Kann ich schon schlafen? Nee, noch nicht. Noch kann ich nicht schlafen. Können wir ja noch mal ein bisschen nach unten gehen hier. Aber jetzt kann ich, glaube ich, schlafen. Zack, genau. Da verabschiede ich mich auch in dieser Folge. Und es geht dann weiter morgen mit der nächsten Folge. Ich freue mich schon. Bis dahin, euer Sessig Tschüsselü. Und ihr könnt euch ruhig mal in die Kommentare meinen Kommentar verfassen, wie ihr denn das Thema findet. Ich finde es nämlich höchst interessant, weil es nämlich sehr viele betrifft. Bis dahin, tschüss.